Herzlich willkommen zurück zur Splatoon 2 Octo Expansion. Im letzten Part haben wir Level aller Linien, die wir noch nicht abgeschlossen hatten, versucht abzuschließen und das ist uns auch mal mehr, mal weniger gelungen. Und in diesem Part, dachte ich, wagen wir uns doch mal wieder an einen Obermotz. Wir haben 4303 Punkte und wenn das nichts werden soll im ersten Anlauf, dann bin ich ja gezwungen, eben ältere Level noch abzuschließen und so eben wieder Punkte zu verdienen. Ist natürlich nicht unbedingt die feine englische Art, sage ich mal, aber es ist halt leider unsere einzige Option. Und den haben wir noch nicht probiert. Das Toastamt wird wohl also, wie hieß er im ersten Durchlauf, wollte ich gerade sagen, ersten Teil. Nein, wie hieß er im normalen Kampagnenmodus? Octobug, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie so. Die mutierte Großküche und der stellen wir uns. Brot und Spiele, Toastamt, besiegelten Obermods. Okay. Schauen wir uns den mal an. Bei unserer ersten Begegnung waren wir ihm ja eigentlich überlegen und haben ihn ohne größere Probleme besiegen können. Mal sehen, wie das hier so aussehen wird. Wir haben natürlich 5 Versuche und diese Waffen zur Auswahl. Und ich greife auch zum Tipp, zum Platscher und zu den Curling-Bomben. Oder zum Turboblaster Plus vielleicht sogar. Nee, ich greife zu dem. Habe ich mir gerade überlegt. Einfach weil der ein bisschen reichweitenstärker ist. Nee, das ist schon wichtig so. Ich habe jetzt gar nicht die Tipps angehört. Oh, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind ja Pros. Oder so. Da steigt er aus der Unterwelt des grünen Schmodders auf. Oh ja, oh ja. Mal sehen, was er sich alles Neues ausgedacht hat. Extra, extra lecker. Octobug XXL. Genau diesen Ofen haben wir zu Hause auch. Tala, ich bezweifle, dass ihr genau den habt. Ah, ich verstehe. Okay. Und er hat ein paar Spielgefährten da oben. Interessant. Das könnte das Ganze ein bisschen würziger gestalten. Ups. Oh, Hilfe. Oh boy. Aha, jetzt dürfte ich zum Beispiel hoch. So. Nur schnell musst du sein. Das sind wir jetzt gerade nicht unbedingt. Wollen wir es mal machen? Ja, komm. Nice. Nice one. Was? Ah, ich bin gestorben. Okay. Also, das funktioniert so nicht. Wir müssen erstmal die Gegner. Das war auch gut eben. Wir haben den Tentakel getötet. Also, ne? Einmal gekillt, aber sind gleichzeitig selber gestorben. Ja, ja, Kinder. Mord ist nie was Gutes und Mord bekommt man immer gleich zurückgezahlt. Ah, diese Dots wieder nerven. Also, hier ist auf jeden Fall gut, die Gegner erst abzumurksen. Auf brutalste Art und Weise. Und das werden wir auch tun. Erst müssen die weg, bevor du hier an die Tentakel ran kannst. Das ist klar, sonst wird das nicht. Oh, Hilfe. Jetzt können wir es zum Beispiel probieren. Ja. Mir schmeckt mein Schokoaufstrich sowieso besser ohne Brot. Can relate, Perla. Geht mir genauso. Wir brauchen schon Brot. Ich nicht. So. Oh je, was macht er jetzt? Hat er jetzt Schwarmraketen? Oh, boy. Ich verstehe. Gibt's grün und Brot? Das geht gar nicht zusammen. Sehe ich ähnlich. Und jetzt? Ah. Okay. So. Und nun? Ah, jetzt dreht er völlig durch wieder. Und wieder hoch. Das hat mich eben getroffen. Irgendwas spritzt hier so. Ah ja, die Sprinkler natürlich. So. Der kommt zuerst weg. Das ist, glaube ich, klar. Oh, Hilfe. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Haben es aber geschafft. Aber sind wieder selber draufgegangen. Das ist so ein... Okay, aber... Ja, der erste Kill ist gespeichert. So weit, so gut. Okay. Also wirklich zuerst die oben machen. Und gar nicht probieren... den Tentakel zu kriegen. Gut, dass ich von keiner... Bürste getroffen wurde. Fällt mir auch gerade so auf. Hilfe! Hat funktioniert und... Oh, Hilfe! Oh, boy! Oh, boy! Knappes Ding auf jeden Fall, durchaus. So, und hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Mist, du Schuft.
Ah, ich bin gut dir gefallen, aber... Wow. Was? Nein! Ich fass es nicht! Okay, zu Tode gesprengt. Aber von keiner Bombe, nein, vom Gartensprenger nur. So, kein besonders heldenhafter Tod, will ich doch mal behaupten. Aber gut. Davon lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. Ja, wo ist er denn? Ja, da bin ich! Mein schlechtester... Oh. Aber er geht. Er geht. Wenn du die Gegner zuerst machst, was ich dummerweise erst nicht getan habe, dann geht er eigentlich so weit... Oh Mist, das war natürlich doof von mir wieder. Ja. Geht die an mich. So, und jetzt. Jawohl, ja. Meine Jugend hatten wir nicht mal Brot, ha? Genau. Es geht auch ohne. So. Letzte Phase. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oktoschützen. Nicht sehr nett. Und das Kabel meiner Kopfhörer ist natürlich wie immer selten dämlich mir im Weg. Uch, du gute Güte. Jetzt holt er nochmal raus, was er rausholen kann. Und das war selten blöd von mir, dass ich nicht schneller gehandelt habe. Okay. Bin relativ außer Gefahr. Nein. Und jetzt? Okay. Oh, er dreht durch, er dreht durch. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah, jetzt hat er ein bisschen blockiert, dass ich nicht so einfach hoch kann. Aber das kennen wir ja schon. Das war schon beim ersten Mal nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Und erstmal die Wall weg. Tänzeln, 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 tänzeln ist hier das A und O. Oh, was war das eben? Ach so. Ha, wenigstens einen haben wir noch mitgenommen. So lobe ich mir das nämlich. Hilfe, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Werf ich gerade auch mal so. Es wird turbulent. Land unter. Oh boy. Ich werde... Scheiße, die habe ich vergessen. Ich werde angeliert auch noch. Land unter, Land unter. Das werden wir nicht zulassen. Nein, verdammt. Verdammt, verdammt. Ah, Mist. Beim nächsten Mal. So. Aber jetzt wird es schon ein bisschen entspannter. Sagte er und dann packte er das hier aus. Oh, Hilfe. Da muss ich mir schon wieder hier einen Fluchtweg machen. Das ist das Schlimmste, was er hat. Ich könnte meine Curling-Bomben natürlich nutzen, um zu entkommen, aber es wäre ja langweilig. Nein! Verdammt, das war doof. Bin ich hier... Was? Nein! Ich bin doch jetzt nicht ernsthaft reingeschwommen. Okay. Wir nehmen uns mal einen kurzen Moment und planen unsere Strategie. Ich bekunde feierlich, ich bin dämlich. Ich bin selten dämlich, das wissen wir alle schon. Ist nichts Neues, mit diesem Wissen kann man doch konstruktiv arbeiten. Was hängt hier eigentlich so? Wow, dieses lebendige, wie heißt es? Dingenskirchen da, okay. Drei Oktoschützen haben wir, einen hatten wir schon gekillt. Wir hatten schon eine gute Basis geschaffen, einen guten Boden, der uns schon von unter den Füßen weggerissen wurde. Durch meine Dummheit. Aber ist okay. Das Glasierdings. Oh ja. Eigentlich mag ich glasierte Sachen ja gern, aber selber glasiert werden, das finde ich nicht so geil. Macht mich nicht so an, ehrlich gesagt. Hilfe! Mist. Ja. Das war's. Ach, schade. Wir hätten es echt schaffen können. Also der vorletzte Versuch war echt gut. Und da... Er ärgert mich. Doch, doch, es ärgert mich. Ja. Marina, wow. Turbulent auf jeden Fall, aber der ist schaffbar. Der ist leichter schaffbar als beispielsweise der Oktosamurai. So, wie verfahren wir jetzt? Wir haben 1000 Punkte. Wir haben ja noch genug Level, die 1000 kosten. Und jetzt zerstöre von den Surfchen aus alle Ziele. Ach, das war das. Okay. Das könnten wir tatsächlich nochmal machen. Was haben wir noch? Was war das? Auf dem Weg zum Ziel nicht treffen, das kostet sowieso 2000. Dann haben wir hier den Obermods. Okay, dann werden wir Folgendes tun. Wir haben ja wenig Optionen eigentlich. Warte mal, hier. Ich geh mal raus, dann sieht man es glaube ich besser. Was ist das? Das ist der Obermods. Die Schönheit, also natürlich, ich erinnere mich. Alle Ziele innerhalb des Zeitlimits Schienenried. Oh nein. Das
Nee. Was ist das? Ach, Obermutz. Und das auch. Nee, das ist das, dich auf dem Weg zum Ziel nicht treffen, kann ich aber nicht rein. Okay. Gut. Dann werden wir die Schwindelhöhe nochmal aufsuchen. Und werden da unser Glück noch einmal probieren. Mein Tipp nehme ich den auch mal. Was hat denn Kornichor zu sagen? Zerstören Sie alle 30 Zielkisten. Verpassen Sie eine, geht es nicht weiter. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie Schaden erleiden, gilt das als Fehlschlag. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ach so, ach so. Ach, das war das? Hatten wir das nicht schon mal geschafft? Ja, scheinbar nicht. Okay, da habe ich gerade letztens gedacht an das Level. Echt? Haben wir das nicht geschafft? Ach, ja, das ist das. Nein, das haben wir nicht geschafft. Ich habe es gerade verwechselt. Ja, Chaos, aber ich bin noch angeschlagen vom Kampf gegen das Toastamt. Dafür ist das ein bisschen entspannter. Definitiv. Das ist... definitiv entspannt. Ich darf nur nicht zu sehr entspannt, sonst sterbe ich noch. Wenn der Puls zu niedrig wird, dann ist vorbei. So. Jump, jump. Ich kenne den Verlauf hier mittlerweile schon wie meine Unterhose. Bams und Bams. Bisher ging es ganz gut, aber die schönen Stellen kommen ja jetzt noch. Und jump. Und wo geht's weiter? Oh, okay, ich verstehe. Einmal da durch, bitte. Oh ja, oh ja, oh ja. Nee. Ja, da hatten wir es schon. Ich hasse das. Der Anfang geht voll klar. Und dann der Rest ist pain in the ass. So, und jump. Kriegen wir hin. Ich bin außerordentlich optimistisch. Und hatte ich eigentlich nicht geplant, meine Liebe. Aber es passiert halt im Eifer des Gefechts manchmal. Nehmen wir noch Kornichor-Punkte mit. Wir brauchen ja jeden Einzelnen, merken wir. Ja, auch langsam immer mehr. So, die Kamera verrutscht hier immer so doof. Ich hasse das. Egal. So. Oh Gott. So. Und jetzt richtig schön die Kamera und direkt los. So. Okay. Jetzt geht's los. Der erste ist nicht so schlimm. So. Und jetzt. Und ja. Okay. Okay. Aha. Aha. Oh, da geht's weiter. Und jetzt hier. Jawohl, ja. Okay. Das war gar nicht so schlimm, eigentlich. Das war sogar ziemlich human. Okay. Puh. Ich hatte eine göttliche Begegnung auf jeden Fall auf den Schienen gerade. Okay, gut. Das ging voll klar. Irgendwie nach 1000 Versuchen haben wir es geschafft. Ja, kann man machen. Heißt, ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach alle Ängste und jeden Druck einfach abgelegt und einfach gesagt, ja, ich mache einfach mal, ob es klappt oder nicht, ist egal. Wenn es nicht klappt, dann mache ich halt alte Level und verdiene wieder Punkte und probieren wir so lange, bis wir es geschafft haben. Und dann hat es funktioniert. Man lernt echt Lektionen fürs Leben hier in der Hölle. Ich muss mir mal hier das Kabel anders machen. Das ist ja unglaublich. So, ich glaube, so sollte es gehen. Okay. Und nun. Haben wir immer noch nicht genug Punkte. Stimmt, wir haben jetzt 2000. Ich dachte, wir hätten 3000. Okay, gut. Wir haben ja noch genug andere Sachen zu machen. Aber das Toastamt würde ich dann gerne auch als nächstes nochmal probieren, wenn wir dann genug Punkte haben. Wo ich doch gerade so in Surfschienenlaune bin. Ach nein, das ist das. Oh, das ist das ganz, ganz Schlimme. Nee. Nee, nee, nee. Nee.
Aber jetzt bin ich so im Surfschienen-Vibe. Wirble die Wirbelbürsten. Ach, das war das. Nee. Ach komm, ich probier's. Doch, doch. So. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Waffen hier schon durch einmal. Was hat denn am besten funktioniert? Meiner Meinung nach hat am besten der Schwapper funktioniert, aber... Mit dem Platscher war es auch gut. Es war mit allen drei gut. Dann nehme ich doch mal den Kleckser nochmal. So. Bezahlen die Zeche und gehen rein. Also wenn ich das Level schaffe, dann bin ich schon sehr erleichtert und glücklich. Aber auch hier ist es dasselbe im Prinzip. Du musst einfach nur die ganzen ollen Kisten auswendig lernen, mehr oder weniger. Das brauchst du, weil du hast nicht so viel Zeit, dass du da so hin und her kannst, wie du das gerne möchtest. Oder von unten arbeiten. Das könnte, glaube ich, auch gut sein. Von unten musst du auch viel arbeiten. Ich hasse ja allgemein, wie ihr alle wisst wahrscheinlich. Nein! Ah, und jetzt runter. Sehr gut. Ich verabscheue ja Level mit Zeitbegrenzung, weil ich da einfach nicht gut arbeiten kann. Die Hälfte ist geschafft. Ah, das ist so nervig, wenn da so eine einzelne Kiste noch fehlt unten. So, die hätten wir aber auch. Was schwört hier sonst noch rum? Hier. Da war ich zu langsam, leider. Okay, jetzt will ich hoch. Ah, Mist. Nee, nee, nee. Ja, ist okay. Das war nichts, war ja auch der erste Versuch zum Warmwerden. Also von unten zu arbeiten ist nicht verkehrt, glaube ich. Los! Ja, ist ja schon gut. Die Perla ist da gleich im Flow drin. Aha, die haben wir schon mal. Und du musst gleich am Anfang so viel irgendwie geht machen, dass am besten keine Einzelkisten entstehen können. Das passiert halt leider im Eifer des Gefechts. Aha, Mist. Ich muss mal hier ein Päuschen machen, beziehungsweise gucken, ob ich noch was hab. Nee, dann geht's weiter. Dann geht's hoch. So. Ich möchte gerne... Oh, da kommt was. Jawohl, ja. Ich möchte ganz gerne nach oben. Nein, Mist. So. Oh, Mist. Da will ich rauf. Mist. Ah. Glaubst du es? Das hätten wir. Komm schon. Oh boy. Oh mein Gott, zwei. Da ist eine. Oh mein Gott, eine. Nein. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Wegen einer Kiste gestorben. Okay. Aber das kann ja nur ein positives Zeichen sein. Glaube ich. Die kommen da an. Bams, bams, bams. Den da hinten will ich gerne haben. Ah, die kommen? Mist. Nee, hab schon zu viel Zeit verloren. Nee, das war's. Das war's erstmal von diesem Versuch. Weil ich darf doch nicht so schnell aufgeben hier. Ah, wieder so doofe Einzelkisten. Hättest du gerade, weiß ich nicht, 2 Sekunden würden schon reichen. Oder 2 Sekunden mehr, dann wäre das hier kein Problem. Aber so fehlt halt immer eine Winzigkeit. Zeit. Mist! Oh, jetzt bin ich tot, nur weil ich runtergefallen bin. Sonst war es gar nicht mal so schlecht. Mensch. Ach komm. Ja, ist okay. Okay. Try again. Die Frage ist, ich gehe nach diesem Versuch erstmal raus und schaue, was ich sonst noch so habe, was sonst noch so offen war. Ah, sehr schön, wow. Mist, die hätte ich schön machen können. So. Okay, da war nichts mehr. Sonst haben wir hier noch was, aha. Mist, wieder eine Einzelkiste. Das ist echt ätzend immer. Da warten wir gerade nochmal. So. Jetzt geht's nach oben.
Oder wäre es sogar klüger zu warten, bis die Sachen nach unten kommen? Aber nee, nee, das ist, glaube ich, nicht so das Beste. Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn wieder für einen Mist? Nee, ich habe selber verbaut. Nee, nee, nee. Das ist wieder relativ knapp. Das wäre so schön gewesen, hätte ich mehr Zeit gehabt. Das wäre so gut, hätte ich mehr Zeit gehabt. Echt. Aber das ist uns leider nicht gegönnt und nicht gegeben. Nein, lass mich doch runter. Mist, Mist, Mist. Also wenn Einzelkisten entstehen, dann ist vorbei praktisch. Kann man einpacken. Komm jetzt aber auch her. So. Hälfte ist geschafft und ich habe noch mehr als die Hälfte der Zeit. Das ist eigentlich ja kein schlechtes Zeichen. Eigentlich. Unter normalen Umständen wäre das so. Nein. Verdammt. Jetzt wäre ich hier fast zu Tode rasiert worden. Oder was auch immer. So. Und hoch einmal bitte. Mist. Einzelkiste. Wieder Einzelkiste. Ah. Ich weigere mich, dasselbe Dilemma nochmal durchzumachen. Nein. Es ist ein Trauerspiel, sondergleichen. Ich weiß nicht, warum dieses eigentlich ja einfache Level für mich so ein Riesenproblem ist. Ich hasse einfach Skating. Ich hasse sie so sehr. Dann, naja. Einfach diese Komposition des Todes, die hier einfach vorliegt, ist einfach kein gutes... Ne? Keine gute Basis für einen erfolgreichen Run. Mist. Nein, ich will eigentlich nicht runter. Verdammt. Ich will nach oben. Oh Mann, jetzt sehe ich hier 7000 Ehrenrunden. Für nix und wieder nix. Und die Waffen sind irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei, finde ich persönlich. Einfach nicht so geeignet. Was natürlich auch größtenteils Absicht ist. Damit es natürlich nicht zu einfach wird. Was wäre denn hier gut? Wir haben doch noch Level. Ich gehe erstmal wieder zurück in die Bahn. Um zu schauen, was sonst noch so offen ist. Mit 1000... Punkten Gebühr. Das sind 2000. Ich glaube, wir haben sogar nur das als Möglichkeit. Das halt... Ach, das ist unsere 1. Ah, okay, verstehe. Nun gut. Also auf rein. Und ich werde es nochmal... mit dem Schwapper versuchen. Ich weiß nicht, ich kann mir einfach irgendwie vorstellen... dass es klappen könnte. Ich habe ja schon so einen guten Eindruck gehabt beim letzten Mal. Einfach weil der halt sehr kraftvoll ist und weil du da auch wirklich gut hier so arbeiten kannst. Sowas hier. Das ist halt richtig geil. Da kannst du richtig schön abräumen. Und da musst du nicht auf der richtigen Schiene sein unbedingt. Da kannst du richtig... Aber andererseits sind da auch so spontane, engere Sachen, sage ich mal, schwierig zu machen. Mist. Und... die Tinte ist halt, ne? Schneller weg. Weil sonst ist das Ding echt top. Reichweite ist gut. Alles ist eigentlich soweit perfekt. So. Das war keine Absicht, egal. Es ist schon zu spät, aber egal. Hoch. Wo sind denn noch? Ach, da oben halt die ganzen. Ich verstehe. Na gut. Ach Mensch, was habe ich nur getan, um das alles zu verdienen? Ich weiß es nicht. Bevor die Octo-Expansion kam, war ich doch ein unbescholtener YouTuber, der halt Spaß an Videospielen mit anderen teilen wollte. Und dann kam Splatoon 2 und das habe ich halt gespielt. Und dann kam irgendwann auch die Octo-Expansion. Jeder mochte sie und ich dachte,
Ja, die sieht echt total cool aus und verhypt. Hab gedacht, die spielst du doch auch. Naja, und dann fand ich mich in einem Loch wieder voller Selbsthass und Dunkelheit und dämonischer Kälte. Surfschienen-Level. Ich träume oft von ihnen, aber es sind keine schönen Träume. Schweißgebadet wache ich auf und frage mich immer wieder, was ich alles verbrochen habe, um das zu verdienen. Oder so ähnlich, ja. The struggle and the... weiß ich nicht. Depression is real. Mist. Ja, sehr, sehr gut. Habe ich mich astrein selbst gekillt. Ach, schön. Fertig? Nein, eigentlich nicht, aber... du hast schon nach meiner Meinung und nach meinem Befinden hier gefragt. Die komischen Tintenbürsten, die mich geschreddert haben, sicherlich nicht. Aber ich glaube, der Spaffer ist doch nicht so eine gute Idee, merke ich gerade. Erst hochgelobt und dann wieder fallen gelassen. So ist die Welt von YouTube echt. Es ist schwierig. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mit dem weiterhin Versuch unternehmen werde oder ob ich einfach den hinter mir lassen sollte. So. Mist. Nee. Und gerade für das Ding in der Mitte ist der auch scheiße. Oh, jetzt sind die gerade hier. Mist, die werden hochgekommen. Ich hätte sogar warten können. Nee. Und tschüss. So. Ich würde sagen, das war es erstmal vorerst. Von der wilden Action und zum Schluss zur Entspannung sehen wir uns noch ein paar Souvenirs an. Haben wir angefangen? Wir sind stehen geblieben. Warum sind die... warte mal. Die haben wir schon. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Weil ich bin sicher, dass wir die schon hatten. Okay. Wir waren bei... durch. Genau, die ganzen Salmon Run Viecher, da waren wir fertig. Genau. Das hatten wir doch auch schon. Wir waren bei E, genau. Das hatte ich mir auch so gemerkt, weil ich war irritiert, dass das da so war. Okay. Genau. Bei E waren wir stehen geblieben. Bei Waffen. Kleckser. Der polierte Lauf reflektiert den Sonnenglanz. Sieg, was für ein Kampf. Klecksroller. Ich wink übers Feld, die Tinte folgt meinem Gruß. Bunte Kaskaden. Klecksbombe. Die Klecksbombe fliegt. Ruhe, dann die Explosion. Und bunte Tränen. Instabombe. Ich werfe dich schnell und dann sofort noch einmal. Denn viel hilft, meist viel. Haftbombe. Boden, Wand, Decke. Dir egal, du klebst überall. Kein Entkommen. Bumm. Curlingbombe. Tarnung? Nicht für dich. Fast jeder sieht dich kommen. Wartend auf den Knall. Robobombe. Das nette Gesicht. Der ach so beschwingte Gang. Alles nur Tarnung. Silbitox-Nebel. Schweres Aroma. Es drückt einen nach unten. Man will nur noch weg. Perla. Prinzessinnen gleich. Wer deine Freundin nicht mag, ist gleich unten durch. Genau. Marina, nachdem du weg warst, höre ich jetzt deinen Groove. Weiß, dir geht es gut. Cecilia, zwei enge Freunde, eine still, der andere laut. Ich mag sie beide. Yo-Q, ein blaues Bouquet aus wabernden Fangarmen um deinen Körper. Und Artie, stöbern im Laden und deine Ausführungen beruhigen mich sehr. Bisk. Tiefer, dunkler Blick geht bis in meine Seele. Was siehst du dort wohl? Nichts Gutes bei mir auf jeden Fall nach der Octo-Expansion. Schrimpsen, kein Warten zu lang. Coupon schon längst in der Hand. Her mit dem Futter. Sid, verstecktes Talent. Zum Ausrüstung aufmotzen sieht man ihn nicht an. Dann geht denn die F noch? Wir sind beim Mietsrichter. Achso, waren die letzten. Okay, perfekt. Mietsrichter und Mini-Mietsrichter. Sonne oder Fisch? Ihr lasst euch nicht ablenken. Arena geht vor. Herr Bär, da will ich jobben. Das ist sicher viel besser als U-Bahn fahren.
Och du, da bin ich mir nicht... Ja, wobei, doch, auf jeden Fall. Lieber 1000 Jahre Bär GmbH als das hier. Nein, okay. Hoffentlich haben... hat die Poesie eben unsere Wunden ein bisschen geheilt. Die Wunden unserer Seele. Und dann geht's frisch und fröhlich und spritzig und bunt und was auch sonst noch alles immer wieder im nächsten Part weiter. Ich danke sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.